Wir setzen in der Tagesordnungsreihenfolge mit dem Punkt 13 fort. Kurzfristige Anpassung der Betreuungsverträge bei Corona-bedingten Reduzierung der Öffnungszeiten von städtischen Kindertageseinrichtungen. Ein Antrag der SPD-Fraktion. Frau Frohwieser, bitte, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Stream. Ehrlich gesagt bin ich sehr traurig darüber, dass wir über diesen Antrag hier heute überhaupt sprechen müssen. Es sind ja vorher schon ganz viele Zahlen auch in der Presse gewesen, beziehungsweise mir zugetragen worden. Deswegen will ich noch mal deutlich sagen, worum es hier geht. Nach meiner Hochrechnung um ungefähr 15.000 Euro. Das hätte die Stadtverwaltung einfach unbürokratisch, flexibel zugunsten von Eltern in unserer Stadt selber lösen können. Darum haben wir den Oberbürgermeister auch gebeten. Das ist leider nicht passiert. Deswegen stehen wir heute hier und beraten über einen Antrag, in dem es darum geht, Eltern in Dresdner Kitas, die seit dem 15. Februar wieder geöffnet sind und hoffentlich auch weiterhin geöffnet bleiben. Da kann man ja auch so ein bisschen seine Zweifel haben. Ich glaube gerade eben, dass die Entscheidung bekannt gegeben worden, dass auch Chemnitz die Einrichtungen wieder schließen muss. Aber zum Glück sind wir in Dresden noch in der Situation, dass unsere Kitas geöffnet sein können. Seit 15. Februar können Sie das nur im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb aufgrund der Pandemiesituation, in der wir gerade leben. Ich glaube, alle Eltern haben da auch sehr großes Verständnis dafür. Insbesondere das Thema feste Gruppen führt eben dazu, dass die Einrichtungen nicht die Öffnungszeiten anbieten können, wie wir sie gewohnt sind und wie viele Eltern sie auch in ihren Verträgen stehen haben und üblicherweise in Anspruch nehmen. Im Frühjahr vergangenen Jahres hat die Stadtverwaltung das ganz unbürokratisch gelöst und hat Eltern ermöglicht, die eben entsprechenden Antrag gestellt haben, kurzfristig die Betreuungsverträge eben auf die entsprechende Stundenzahl zu reduzieren, die in den Einrichtungen angeboten wird. Das ist diesmal so nicht gemacht worden. Ich habe jetzt der Zeitung ja schon entnehmen können, der Bildungsbürgermeister hat gesagt, zumindest im Eigenbetrieb sind es 200 Familien, die das in Anspruch nehmen wollten, die das jetzt auch zum 1.4. in Anspruch nehmen werden, aber eben nicht die Möglichkeit hatten für die letzten anderthalb Monate. Und darum geht es jetzt in unserem Antrag, das wie im Frühjahr letzten Jahres für die anderthalb Monate zu ermöglichen. Das sind pro Familie, je nachdem wie die Stunden angepasst werden müssen, 50 Euro. 50 Euro im Monat sind für manche Familien viel Geld. Das sind aber bei den Zahlen, die hier sich gemeldet haben, für die Stadt 15.000 Euro. Und ich glaube, gerade in Anbetracht der Tagesordnungspunkte, die wir im Anschluss noch besprechen werden, wo es um große Millionenbeträge in unserem Haushalt geht, sind diese 15.000 Euro. Und selbst wenn sich jetzt irgendwie noch, was weiß ich, sechsmal so viele Familien melden sollten, dann sind wir bei 100.000 Euro. Ich glaube, das ist immer noch für unseren städtischen Haushalt eine kleine Summe, die wir in die Hand nehmen sollten. Und ich finde, der Oberbürgermeister hätte auch einfach in die Hand nehmen können und es genauso unkompliziert wie im vergangenen Jahr regeln, um Eltern das zu ermöglichen. Wir haben jetzt gestern eine Stellungnahme der Verwaltung bekommen, des Rechtsamtes bekommen, um die wir auch mehrfach gebeten hatten, weil in den Beratungen zu diesem Ausschuss immer gesagt worden ist, und darum, es ist nicht der Gegenstand dieses Antrages, aber ich möchte das trotzdem auch noch mal hier sagen, weil ja nachfolgend auch gleich noch ein Änderungsantrag kommt, zu dem ich jetzt nicht noch mal vorlaufen möchte dann. Aus unserer Sicht haben wir in dieser Stadt eine Satzung, in der eigentlich Eltern ohnehin den Anspruch darauf haben, wenn die Kitas teilgeschlossen sind, also nicht so geöffnet werden können, zum Beispiel aufgrund von behördlichen Anweisungen, wie das vereinbart ist in den Betreuungsverträgen, dass sie diese Beiträge zurückerstattet bekommen. Es wurde in der Ausschussberatung immer gesagt, es gäbe eine Stellungnahme des Rechtsamtes, und so ist es jetzt auch verschickt worden, nach der die Verwaltung zu der Auffassung kommt, die Rückerstattungsregelung kann nur dann zur Anwendung gelangen, wenn die Kindertageseinrichtung mindestens einen Tag geschlossen bleibt. Wenn man sich diese Stellungnahme der Verwaltung aber mal durchliest, finde ich, steht da was anderes drin, als bei dieser Frage der Teilschließung. Schreibt das Rechtsamt in der uns jetzt übermittelten Stellungnahme: Für diese Kernfrage sind durchaus beide Auffassungen vertretbar. Wir weisen allerdings darauf hin, dass es durchaus vorstellbar ist, dass ein Gericht auch die erstere Lesart, Eltern können bei Teilschließungen Beiträge zurückerstattet bekommen,
der Regelung vertreten könnte. Insbesondere gehen Unstimmigkeiten bei Satzungen in der Regel zulasten des Satzungsgebers, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Streitfall ein Gericht den Anwendungsbereich der Rückerstattungspflicht auch auf stundenweise Schließungen ausweitet. Am Ende dieser Stellungnahme kommt die Verwaltung, das Rechtsamt hier in dem Fall, zu dem Ergebnis: Es wäre daher überlegenswert, eine interessengerechte Lösung zu suchen. Es wäre vorstellbar, dass den Eltern, wie bereits im Frühjahr angeboten wird, den Vertrag kurzfristig, gegebenenfalls mit Wirkung für die Vergangenheit, anzupassen und die Betreuungszeiten sowie dementsprechend die Gebühren zu reduzieren. Sofern der Haushalt entsprechende Möglichkeiten nicht vorsieht, sollte hier darüber nachgedacht werden, einen Vorschlag an die politischen Gremien zu geben und dort eine Entscheidung des Stadtrates unter Abwägung der entscheidenden Aspekte einzuholen. Das Rechtsamt hat im Prinzip genau das empfohlen, was wir in unserem Antrag hier vor anderthalb Monaten gestellt haben. Wie gesagt, die finanzielle Situation oder die finanzielle Dimension des Ganzen. Es geht um rückwirkende Reduzierungen vom 15.02. bis zum 1.04. sind sie ja jetzt auch in den Verträgen reduziert. Geben Sie sich alle bitte einen Ruck. Helfen Sie den Eltern, die das betrifft, die das angemeldet haben, und stimmen Sie diesem Antrag zu. Mit der kleinen Ergänzung, wenn ich das gleich auch noch mit einbringen darf, die wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, weil die Verwaltung da ja auch auf uns hinzugekommen ist. Wenn die Verwaltung eine andere Lösung finden sollte, um nicht erst die Verträge anzufassen und in ein paar Monaten wieder zu erhöhen, die aber das gleiche Ergebnis erzielt, das ist die Ergänzung, die wir jetzt noch zusätzlich beantragt haben, dann denke ich, sollten wir der Verwaltung auch sagen, dann können Sie auch diesen Weg gehen, wenn sie am Ende zum gleichen Ergebnis kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frohwieser, für die Einbringung des Antrags und auch gleich der Ergänzung dazu. Wir haben einen weiteren Änderungsantrag von der AfD-Fraktion und den würde ich zunächst gerne auch einbringen lassen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste. Wir haben heute über einen Antrag der SPD-Fraktion zu beschließen, dessen Anliegen wir als AfD-Fraktion voll und ganz unterstützen können. Erstens ist jede Senkung der Belastung für Eltern bei den Kita-Beiträgen immer ein wichtiges Element unserer kommunalpolitischen Forderungen gewesen. Wir spielen dabei auch keine parteipolitischen Spielchen und gehen daher auch gern auf Anträge von Fraktionen ein, die uns nicht so wohl gesonnen sind. Es geht schließlich nicht um uns Stadträte, sondern um die Dresdner Bürger. Zweitens halten wir es für völlig inakzeptabel, wenn die Stadtverwaltung Geld kassiert für eine Leistung, die sie nicht erbracht hat, ja gar nicht erbringen konnte. Wohlgemerkt, dies war nicht Schuld der Stadtverwaltung oder des Eigenbetriebs Kitas. Allerdings kann man für eine nicht erbrachte Leistung eben auch kein Geld verlangen. Das wäre nicht seriös. Drittens bleibt zu befürchten, dass einzelne Eltern auf Rückerstattung dieser Gelder wegen Nichterbringung der Leistung klagen. Wie dies ausgehen könnte, kann heute niemand endgültig beurteilen. Wir können aber auf diese Klagen durchaus verzichten. Warum haben wir nun hierzu einen Änderungsantrag eingebracht? Wir wollen damit auf keinen Fall den Antrag der SPD irgendwie verwässern oder in der Intention verändern. Allerdings kann man ihn noch etwas bürgerfreundlicher gestalten, worauf unsere erste Änderung abzielt. Im Ursprungsantrag ist es nötig, dass die betroffenen Eltern selbstständig auf die Verwaltung zugehen und einen Antrag auf Rückerstattung stellen. Wir halten dies nicht für sinnvoll. Manche Eltern werden von dieser Möglichkeit vielleicht gar nicht erfahren. Für andere gibt es eine Hemmschwelle oder sie wissen nicht, wie sie konkret vorgehen sollen. Es besteht die begründete Besorgnis, dass dies eher sozial schwache Familien betrifft. Menschen, die nicht so fit im Umgang mit Behörden sind, werden dadurch sozial benachteiligt. Das kann niemand wirklich wollen. Die Verwaltung bzw. der Eigenbetrieb sollen also unserer Meinung nach in eigener Initiative diese Rückzahlung veranlassen. Ich glaube, dass diese Intention parteiübergreifend zustimmungsfähig sein sollte und bitte Sie daher im Interesse der Dresdner Bürger um Ihre Zustimmung zu dieser Änderung. Falls Sie das aus bekannten Gründen nicht dürfen oder wollen, können Sie sich natürlich auch enthalten. Schließlich wollen wir ja nicht, dass irgendjemanden das Risiko einer abgefeilten Hand eingeht. Zweitens gibt es im Ursprungsantrag eine Gegenfinanzierung, die sehr schwierig ist. Die Gelder, welche durch den zu erwartenden Rückgang der Kinderzahlen gespart werden, hat die Verwaltung ja in ihrer aktuellen Haushaltsvorlage schon mit eingepreist.
Und einen Euro kann man ja bekanntlich nur einmal ausgeben. Es gibt natürlich das Argument, dass dieser Haushalt inklusive der vorzunehmenden Einsparungen noch nicht beschlossen ist, das Geld also noch zur Verfügung steht. Die Verwaltung soll demnach also ihren Entwurf noch einmal ändern und muss dann doch das Geld an anderer Stelle einsparen. Ja, so kann man durchaus argumentieren, allerdings braucht man dann eigentlich überhaupt gar keinen Finanzierungsvorschlag mehr. Man kann einfach erwarten, dass dies im Haushalt berücksichtigt wird. Aus diesem Grunde schlagen wir vor, auf die Formulierung eines alibihaften Finanzierungsvorschlages zu verzichten. Ich wünsche mir, dass dieser Antrag mit den von mir vorgetragenen Änderungen eine Mehrheit erhält und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir treten dann in die Fraktionsrunde ein, die mit der SPD beginnt. Aber ich vermute, Frau Vorgesetzte, Sie haben das Wesentliche gesagt. Genau. Dann FDP-Fraktion, Herr Fischer. Freie Wähler. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Dann CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wer den Kaufpreis annimmt, muss auch liefern wie bestellt. Diesen einfachen Grundsatz kennt jeder Käufer bei Amazon, eBay oder Otto, um auch einen deutschen Marktführer zu benennen. Ganz so einfach verhält es sich bei diesem Fall nicht. Die Eltern konnten ihre Kinder in der Zeit vom 15. Februar bis zum 31. März zum Teil nur 7 Stunden in die Kita bringen, auch wenn sie Verträge über mehr Stunden abgeschlossen hatten. Für die Betreuung bezahlten Mehrkosten von maximal 75 Euro beim ersten Zählkind wurden nicht erstattet, gleichwohl für die Eltern auf den Grund der Kurzfristigkeit erst für April die Möglichkeit zur Anpassung der Betreuungsverträge bestand. Es wurde also nicht geliefert wie bestellt und bezahlt. Dagegen kann man einwenden, dass nach Auffassung des Rechtsamtes kein Anspruch auf die volle Betreuungszeit besteht oder was noch etwas mehr Charme hat, dass aufgrund der pandemischen Bedingungen unter der der eingeschränkte Regelbetrieb stattfindet, zum Beispiel die festen Gruppengrößen, die tatsächlichen Kosten gestiegen sind. Vor diesem Hintergrund werden die Eltern zum solidarischen Handeln aufgefordert. Aber wie rechtssicher die Auskunft des Rechtsamtes ist, werden wir erst herausfinden mit verärgerten Eltern vor Gericht. Und zweitens, der Zwang zur Solidarität ist für die innere Motivation und Überzeugungskraft nicht sonderlich zuträglich. Da ist der Antrag erstmal grundsätzlich sinnvoll. An dieser Stelle müssen wir aber über die Finanzierung des Antrags sprechen. Unklar war, ob wir nun über jene Eltern sprechen, die im Laufe des Februars oder März angezeigt haben, dass sie eine Anpassung wünschen. Dann kommen wir bei den von Frau Frohwieser erwähnten 200 Eltern raus. Wenn wir das hochrechnen, sind wir bei 15.000 bis 20.000. Ich habe auch den Taschenrechner bemüht an der Stelle. Ich bin an der Stelle aber sehr verwundert, weil wenn man sich jetzt die Ausschusssitzung dazu anschaut, da haben wir immer über 1 bis 1,5 Millionen gesprochen, da kam auch kein Widerspruch, dass es hier nur um 20.000 geht. Und zwischen 20.000 und 1,5 Millionen ist zumindest in meiner Welt ein doch gewaltiger Unterschied. Wenn ich jetzt in den Antrag selber reinschaue, dann steht dort Eltern mit Betreuungsverträgen, ohne jegliche Einschränkung. Heißt für mich in dem Fall alle Eltern. Genau darauf zieht dann wiederum der Antrag von Herrn Breuer ab, der dann nochmal ganz locker die Finanzierungsquellen, die Deckungsquelle gleich ausblenden will. Wenn wir das jetzt klarstellen, also wir müssen das an der Stelle klarstellen, Frau Frohwieser hat es jetzt hier am Mikro getan, aber wenn wir einen Antrag verabschieden wollen, müssen wir natürlich auch genau definieren, wer jetzt hier gemeint ist. Einmal haben wir die Sache von der AfD, einmal haben wir das, was Frau Frohwieser vorgeschlagen hat, dann muss es aber auch in Ihrem Antrag so fixiert sein, dass es sich tatsächlich um die Eltern handelt, die eben auch eine Anpassung ihrer Betreuungsverträge vorgenommen haben. Unabhängig davon, und da muss ich tatsächlich Herrn Breuer recht gehen, haben wir hier auch ein Problem mit der Finanzierungsquelle, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Denn diese ist hier angegeben mit der Minderaufwendung im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund der geringeren Kinderzahlprognose.
Also konsumtive Mittel, die im Jahr 21, 22, 23 möglicherweise nicht verbraucht werden, weil laut Prognose sich die Anzahl der Kinder um 550 reduziert. Fraglich ist natürlich, ob sich die Dresdnerinnen und Dresdner bei ihrem Kinderwunsch an die Prognose halten. Zu bedenken ist außerdem, dass wir auf diesen Haushaltsposten bereits in der Kürzungsvorlage zugreifen wollen. Ich fordere hiermit Bürgermeister Lames auf, zur Legitimität und Belastbarkeit der angegebenen Finanzierungsquelle Stellung zu nehmen. Unabhängig von den Ergebnissen heute muss allen hier klar sein, dass in nächster Zeit eine Vielzahl der Eltern ihre Betreuungsverträge anpassen werden und dass damit gravierende Auswirkungen verbunden sind. Die Stadt wird gezwungen sein, die Mindereinnahmen von mehr als 1 Million pro Monat mit der Anpassung der Arbeitsverträge zu kompensieren. Das heißt erstmal weniger Geld für die Erzieherinnen und Erzieher. Das hat außerdem zur Folge, dass die Öffnungszeiten der Einrichtung eingekürzt werden müssen, was auch für Eltern, die Verträge über eine geringere Betreuungszeit abgeschlossen haben, zum Problem werden dürften. Ich denke, hier haben wir noch ein großes Problemfeld vor uns, an dem wir in Zukunft noch arbeiten müssen. Und wie gesagt, ich möchte nochmal unterstreichen die zwei Sachen. Einmal hätte ich gerne die Auskunft von Herrn Lames zur Legitimierung und Legitimität und Belastbarkeit der Quelle und die Frage an Frau Frohwieser, wie wir das hier noch heilen im Antrag, dass auch genau klar ist, welche Bedarfsgruppe oder welche Gruppe Sie jetzt eigentlich im Auge haben. Danke. Vielen Dank. Ich schlage vor, dass ich zunächst die Fraktionsrunde abarbeite, dann für die Verwaltung Dr. Lames kurz ausführt und Frau Frohwieser, wenn sie das möchte, beim Schlusswort kurz auf die Thematik noch eingeht. In der Fraktionsrunde wäre die AfD. Herr Breuer hat alles gesagt. Gut. Dann Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist natürlich eine große Kunst, die Wünsche von Eltern, die Ressourcen an Personal und dann noch die vielen Einrichtungen in Übereinstimmung zu bringen, sodass auch unter diesen Pandemiebedingungen dann jedem das sozusagen zukommt, was ihm zusteht. Und wir kennen Frau Wiebers als eine sehr gute Managerin, die das in der Regel alles weitgehend konfliktfrei hinbekommt. Und wir haben sie auch mit dem System ausgestattet, dass sie das hinbekommen kann. Aber sie ist eine außerordentlich schlechte Kommunikatorin. Wir hatten das schon vor etwa einem Jahr, wo sozusagen die Erzieherinnen und Erzieher alle in Aufregung gesetzt worden sind, weil ihnen Arbeitszeiten gekürzt werden sollten. Wir haben es jetzt wieder. Eltern, die ein berechtigtes Problem vortragen, nämlich ich bekomme nicht das, was ich brauche. Ich bekomme nicht die von mir geplante Betreuungszeit und sagen, dann will ich sie eigentlich auch nicht bezahlen, kriegen zur Auskunft, ja, aber es geht nie unter Vertrag, etc., etc. Das ist eine schlechte Auskunft. Wir haben diese Systematik so nicht gemacht, nämlich die, dass man sich die Bildung in den Kitas stundenweise kauft. Das ist eine Idee der neoliberalen Seite gewesen, die gemeint haben, man könne Bildung in Stundenquanteln kaufen. Als meine großen Kinder im Kita waren, da gab es ein Halbtagsangebot und ein Ganztagsangebot. Man konnte sein Kind dann bringen, wenn man persönlich sozusagen einen günstigen Zeitpunkt hatte, man konnte es dann abholen. Irgendwann ist man darauf eingegangen zu sagen, ja, aber ich will mein Kind doch nur 7 Stunden bringen, warum muss ich denn dann für den ganzen Tag bezahlen? Und dann sind diese eigenartigen Stundentabellen entstanden, die aus Bildungssicht vollkommen unsinnig sind. Und die sagen den Eltern natürlich, du kaufst dir Zeit und dann können wir diese Zeit nicht liefern, ja, dann können wir den Preis dafür nicht holen. So ist das. Ja? Und das muss man dann auch den Eltern gegenüber so positiv formulieren und eine Lösung finden und zu sagen, nein, und das geht nicht, und der Vertrag, das ist für mich bürokratische Kleinkackerei, ganz ehrlich. Diese Verträge haben einen einzigen Zweck mit den Fristen. Diese Verträge sollen die Kitas in die Lage versetzen, ihr Personal zu planen. Deswegen gibt es dort überhaupt eine Frist, damit man nämlich als Kita rechtzeitig weiß, wenn ein Kind im übernächsten Monat 2 Stunden weniger kommt, dass man dann den Personalanteil reduzieren kann. Das ist der Zweck gewesen. Und im Umkehrschluss steht in der Satzung eine kleine Peitsche für die Eltern, da steht nämlich drin, wenn sie ihren Vertrag mehrfach hintereinander brechen und ihr Kind zu spät abholen, dann können wir die nächsthöhere Stufe verlangen. Und hier sagt dann die Stadt, ohne dass sie was dafür kann, wir haben wie gesagt Corona, aber hier sagt die Stadt, wir können leider unsere Leistung nicht erbringen. Geht nicht.
Ja? Aber wir wollen das ganze Geld von dir. Das ist in sich so falsch, das hätte Frau Biebers spüren müssen. Und der Bürgermeister, ich kann Ihnen nur auf den Weg geben, gucken Sie genau, was Frau Biebers macht. Es ist meistens, klingt es gut. Und hin und wieder ist es einfach falsch und da müssen Sie zugreifen an dieser Stelle. Ich will aus diesem Grund auch nichts zur Finanzierung sagen, weil ich sage, wenn die Stadt auf einer Position ist, etwas Richtiges machen zu müssen, muss sie das Geld dafür auftreiben. Und ich will dann nicht als Stadtrat suchen müssen, wo das Geld ist. Und wenn ich nicht finde, erfülle ich den Eltern sozusagen das Recht nicht, was sie haben. Das kann so nicht sein. Und die ersten Eltern, die an dieser Stelle klagen, werden gewinnen. Und ich verstehe auch, dass die Ergänzung der SPD den Weg öffnet für einen ganz normalen Prozess, wenn wir das beschließen, dass die Verträge von einzelnen Eltern kurzfristig und unbürokratisch geändert werden. Während sie sich einfach gegenseitig angucken, dann machen es sowieso alle. Dann können wir es auch gleich für alle machen. Da weiß im Moment keiner, was das genau kosten wird. Also bitte, Verwaltung soll diesen kommunikativen Fehler ausbügeln. Mit dieser Ergänzung im SPD-Antrag wird übrigens der AfD-Antrag komplett überflüssig. Den braucht man also nicht mehr, weil er gibt der Verwaltung jetzt die Möglichkeit, mit dem Wissen, dass eine Mehrheit des Rates die Eltern an dieser Stelle entlasten will, einfach dann den günstigsten Weg dafür zu suchen. Und ich will nur noch mal die fachliche Insouveränität von Ihnen zeigen. Sie sagen, das, was die SPD ursprünglich vorschlägt mit den Verträgen, da fürchten Sie, das treffe in der Regel Sozialschwache. Und da haben wir schon wieder ausgeblendet, Sozialschwache überhaupt gar keine Kita-Gebühren zahlen. Die sind nämlich zum allergrößten Teil davon befreit. Also wenn Sie da sich fachlich mal aufrüsten und so weit sind, dass man drüber redet, dann kann man vielleicht mit Ihnen drüber reden. Hoffentlich kommt zu dieser Wahlperiode nicht mehr dazu. Also wir stimmen dem Antrag der SPD zu, so wie er ist. Er ist vernünftig, mit der Ergänzung noch vernünftiger und hoffen, dass solche kommunikativen Patzer in Zukunft nicht mehr auftreten. Vielen Dank, Herr Kiesling. Bitte schön, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Stadträte. Grundsätzlich hat der Herr Kiesling jetzt gerade in vielen Punkten recht gehabt, muss man sagen. Er hat der Verwaltung vorgeworfen, warum Stundenmodelle gemacht wurden. Wissen Sie, Stundenmodelle, wenn Sie das jetzt wieder über den Haufen werfen, haben wir gar nicht dagegen. Wäre ich als Erster dafür. Ich habe damals 11 Stunden genommen für meine Kinder. Könnt ihr euch vorstellen? Alle, die jetzt nur 9 Stunden nehmen, nehmen dann natürlich auch die vollen 11 Stunden. Kostet mich genauso viel. Das ist wahrscheinlich damals gekommen von der Verwaltung, um Personalkosten zu sparen oder Ähnliches. Aber es geht darum, der Herr Kiesling hat was verwechselt. Es steht im Antrag der SPD drin, auf Beantragung. Und die Verwaltung soll einen Vorschlag machen. Die Verwaltung soll einen Vorschlag machen, heißt, die können machen, was sie wollen. Wir haben gesagt, gleiches Recht für alle. Macht doch gleich allen Bürgern, die im Moment 11 Stunden bezahlen, ihr Kind nur 7 Stunden abgeben können, diese Stundengutschrift. Es tut nicht weh. Ja? Und dass wir dann auch noch angekreidet werden wegen angeblich sozial Schwacher, die wir berücksichtigt haben wollen, die gar keinen Beitrag zahlen. Ich weiß nicht, der Herr Kiesling hat wahrscheinlich keinen Bezug zu sozial Schwachen, wo zum Beispiel die Frau im Netto arbeitet und der Mann Lagerist ist. Das sind Leute, die bezahlen einen vollen Kindergartenbeitrag und den bleibt zum Monatsende 0 Euro auf dem Konto. Und das sind keine Hartz-IV-Bezieher. Und die wollen wir natürlich auch entlasten. Danke. Vielen Dank, Herr Pinkert. Dann würden wir erst Herrn Dr. Lammes nehmen und gegebenenfalls ergänzt durch Herrn Donnerson und Frau Frohwieser dann mit dem Schlusswort. Herr Kollege Dr. Lammes, bitte. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, das ist im Moment so ein bisschen das Schicksal, wenn man irgendwo eine Vorstellung über eine Kostendeckung für eine Maßnahme auf den Tisch legt, dann stürzen sich alle drauf. In diesem Falle war es die Sozialdemokratie und hat abgeschrieben aus unserer Vorlage. Aber eine Vorlage ist eine Vorlage und eine Vorlage ist kein Stadtratsbeschluss. Und über die Verwendung unserer Mittel entscheidet in letzter Konsequenz der Stadtrat. Und deswegen ist die Vorlage, solange sie nicht beschlossen ist, nicht beschlossen und Sie können etwas anderes beschließen. Der Schmerz kommt dann später, wenn man es bei der Kürzungsvorlage decken muss.
Und wenn der Schmerz 15.000 Euro schwer ist, hält man ihn im Zweifel aus. Wenn er 1,5 Millionen oder 15 Millionen schwer ist, dann ist er heftig. Herr Dunner. Ja, vielleicht nochmal von mir zur Ergänzung. Meine Empfehlung war, und da hatten wir ja drüber gesprochen, Provisa, dass wir uns vielleicht doch nochmal die Zeit nehmen, um mal den Antrag zu durchdenken, weil ich hatte auch im Vorfeld gesagt, wenn er so beschlossen wird, wird er von der Verwaltung logischerweise umgesetzt, aber so wie er jetzt steht, steht hier drin Eltern mit Betreuungsverträgen. Das heißt für die Verwaltung, das gilt für alle. Da kommen wir gar nicht umhin, weil wie sollen wir dann begründen, nur die jetzt auszuwählen, die 200, die jetzt angezeigt haben, den Umfang zu reduzieren und die anderen nicht. Und deshalb wäre es wichtig, wenn dann es nur in Anführungsstrichen um die 200 gehen soll, dass das auch so formuliert ist in dem Antrag. Ansonsten haben wir, und da sind es dann nicht nur die 15.000, sondern wenn wir die freien Träger, müssen wir immer mitdenken, dann sind es für einen Monat 1 Million, die wir hochgerechnet haben, für 6 Wochen 1,5 Millionen. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, so wie Herr Dietze das richtig gesagt hat, mein Interesse ist es nicht, dass Eltern Betreuungsverträge in Umfang reduzieren, weil es ein Automatismus gibt, das hat Herr Kiesling auch richtig gesagt, ihr dann automatisch die Flexverträge, die flexiblen Arbeitsverträge der Erzieherinnen und Erzieher anpassen müssen. Das war übrigens in dieser Situation vor einem Jahr, das war die Situation im Herbst vor diesem Jahr. Ja, und da kann man sich damals durchaus drüber unterhalten, das haben wir auch entsprechend ausgewertet, was die Kommunikation angeht, aber letztendlich hat der Wirtschaftsplan, der ja auch vom Stadtrat bestätigt wird, keinen anderen Spielraum gelassen, als dort zu reagieren, wenn weniger Betreuungszeit bestellt wird, sich das automatisch auf die Betreuungsverträge der Betreuungszeiten dann der Kinder, Öffnungszeiten dann auswirken wird. Und da war mein Interesse, erstens habe ich kein Interesse an den Flexverträgen rumzuschrauben, zweitens habe ich überhaupt kein Interesse jetzt in der Situation an den Öffnungszeiten weiter rumzuschrauben, weil die festen Gruppen wollen wir ja trotzdem oder müssen wir ja trotzdem weiter gewährleisten mit dem Personalaufwand. Und um das nochmal zu sortieren, und da will ich gerne sagen, da gab es ein Umdenken übers Wochenende zwischen Frau Biebers und mir, wo wir gesagt haben, wir schätzen jetzt ein, dass uns die Lage, was den eingeschränkten Regelbetrieb angeht, doch noch mehrere Monate sicherlich begleiten wird. Und deshalb die Überlegung, wie kriegen wir es hin und gemeinsam auch mit dem Finanzbürgermeister dort nach Lösungen zu suchen, wie wir das mindern können für alle, wenn sie die entsprechende bestellte Betreuungszeit nicht abrufen können, aber gleichzeitig nicht an die Arbeitsverträge ran müssen, um eben mit diesen anderen unangenehmen Folgen uns dann nicht rumschlagen zu müssen. Und deswegen wäre meine Empfehlung nochmal, wir diskutieren es nochmal 3 Wochen bis zur nächsten Stadtratssitzung und versuchen dort einen runden Vorschlag draus zu machen. Oder, um das in diesem Antrag zumindest klarzustellen, es geht hier nur um die rund 200, die jetzt ab 1. April angezeigt haben, die Betreuungsverträge von der Zeit nach unten zu setzen. Vor dem Schlusswort hat sich Herr Dietze nochmal gemeldet. Wir würden, gerne noch mal vor der Abstimmung noch mal eine kurze Auszeit von 2 Minuten oder von 4 Minuten noch mal nehmen. Nach dem Schlusswort machen wir kurze Auszeit. Das ist noch mal eine neue Informationslage, die auch gerade noch mal Herr Dohnmauser gegeben hat. Mhm. Herr Dietze. Irgendwas machen hier? Oder? Ja, es geht gleich los. Also für mich ist jetzt nach wie vor die Frage, ob von der SPD noch mal eine entsprechende Anpassung erfolgt. Oder nicht. Das ist für das Abstimmungsverhalten schon wichtig. Gut, Frau Provisa, bitteschön. Diese
Diese Ungeduld, der Kollege Sittel hat doch gesagt, dass ich das im Schlusswort nochmal von unserer Sicht erklären soll. Also hier gehen mir jetzt gerade ein paar Sachen sehr durcheinander. Das ist so eine klassische, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich denke nicht, dass in diesem Antrag irgendetwas klargestellt werden muss, weil in diesem Antrag steht das Wort ermöglichen. Da steht nicht drin, machen Sie das für alle, für die das irgendwie in Frage kommen kann, da steht drin, ermöglichen. Und es geht darum, das andere ist nämlich schlicht und einfach ein Fakt, wir haben eine Satzung, alle Eltern können innerhalb von einer Frist von einem Monat, das kann tatsächlich so sein, wie der Herr Donause jetzt gerade gesagt hat, dass sich das über viele Monate noch hinziehen wird mit dem eingeschränkten Regelbetrieb. Und es steht den Eltern frei, in einer Frist von einem Monat ihre Betreuungsverträge anzupassen. Darüber sprechen wir jetzt hier aber gerade nicht. Wir sprechen über Fälle, ich weiß diese Zahl aus der Presse, dass es 200 Fälle beim Eigenbetrieb Kita gab, die das angezeigt hat. Wir wissen jetzt, glaube ich, nicht, wie viele es noch bei den freien Trägern gibt, die das angezeigt haben. Deswegen habe ich ja darauf hingewiesen, es können sicherlich auch mehr als diese 200, können vielleicht auch sechsmal so viele sein, dann sind wir bei 100.000 Euro. Es geht im Moment um die, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das angezeigt hatten und denen es aber eben anders als im Frühjahr letzten Jahres erst zum 1.4. ermöglicht worden ist, das anzupassen, dass das dort rückwirkend realisiert wird. Sicherlich muss man jetzt nochmal abfragen, wie viele das zum Beispiel bei den freien Trägern gewesen sind. Es steht nicht drin, machen Sie das für alle, die das irgendwie betrifft, die Betreuungsverträge von einer längeren Zeit haben, sondern ermöglichen Sie es bei Bedarf, das zu tun. Dann zum Thema Deckungsquelle, da steht auch ein Auftrag drin und der steht davor. Da steht, kümmern Sie sich beim, also Herr Oberbürgermeister, kümmern Sie sich beim Freistaat darum, dass es wieder Erstattungen des Freistaats für Corona-bedingte Mindereinnahmen in den Kommunen gibt. Das wäre in diesem Fall eine davon. Und dann haben wir, weil der Oberbürgermeister, ich teile das im Übrigen auch nicht, da bin ich völlig beim Herrn Kiesling, aber der Oberbürgermeister hat gesagt, wenn Sie mir hier Anträge vorlegen, die keine Deckungsquelle enthalten, dann werde ich diesen widersprechen. Bis dahin nehmen Sie bitte, ist jetzt unser Vorschlag, wenn jemand einen besseren hat, bitte gern, wenn wir uns eigentlich alle einig sind, dass wir das wollen, nehmen Sie bitte diese Quelle. In dieser Quelle, in dieser ganz konkreten für diese, jetzt sagen wir mal 15.000 bis 100.000 Euro, wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Trauerspiel, dass wir hier drüber erst miteinander diskutieren müssen, sind alleine für dieses Jahr vom Eigenbetrieb Kita bzw. vom Kita-Amt prognostiziert wurden, dass sie 1,7 Millionen Euro weniger benötigen werden, als eigentlich im Haushalt ursprünglich mal geplant worden ist, weil eben weniger Kinder in den Kitas ankommen. Ich vermute jetzt mal, dass sich das im Laufe des Jahres 2021 jetzt auch nicht überraschend ändern wird, es sei denn, wir erleben irgendwie eine große Zuzugswelle von Familien nach Dresden, weil die Kinder, die in diesem Jahr in der Kita sind, sind in diesem Jahr auch schon auf der Welt. In der Zukunft Anpassungen zu machen oder das Verfahren anders zu machen, deswegen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich habe ja schon ausgeführt, dass ich da tatsächlich grundsätzlich eine andere Auffassung bin. Ich setze mich da auch sehr gerne mit der Verwaltung hin. Wie gesagt, wir haben am 18.02. angezeigt, dass es hier ein Problem gibt. Wir hätten da gerne drüber gesprochen. Das ist nicht erfolgt, deswegen sind wir den Weg dieses Antrags gegangen. Wir setzen uns gerne zusammen hin und gucken, wie wir das lösen können, dass wir auch für die zukünftigen Monate und für viel mehr Eltern als die, die jetzt eben hier gemeint sind, das lösen können. Das ist aber gerade nicht Gegenstand dieses hier beantragten Antrages und dieses Tagesordnungspunktes. Wir haben diesen Wunsch aufgenommen aus der Verwaltung, diesen Weg nochmal aufzumachen. Und im Zweifelsfall wird es nochmal eine Vorlage geben müssen oder einen Antrag aus den Fraktionen, wo wir nochmal gucken, wie können wir das auch für alle Eltern regeln, wie können wir das für alle Eltern finanzieren. Aber darum geht es jetzt tatsächlich gerade hier in diesem Antrag nicht. Und bei der Diskussion, die gerade schon wieder so ein bisschen anklingt, über diese geringe Summe, bin ich sehr gespannt, was nachher bei den nächsten Tagesordnungspunkten kommt, weil wir haben gemeinsam einen Haushalt beschlossen, in dem haben wir gemeinsam Millionen Einnahmen für Parkgebühren beschlossen. Da möchte ich gerne sehen, wie wir in den nächsten Punkten miteinander darüber diskutieren, was wir hier verabschieden und wie wir diesen Beschluss gemeinsam umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war das Schlusswort. Antrag. Vor der Abstimmung treten wir, wie beantragt, in eine 5-minütige Auszeit. Herr Dietze zur Geschäftsordnung. Da es wieder unklar geblieben ist, reden wir über, ich sage es nochmal ganz klar, über die 300 Eltern. Oder reden wir über alle Eltern? Denn im Antrag kann ich das in dieser Eindeutigkeit nicht herauslesen. Und solange wir das nicht geheilt haben, beantrage ich die Rücküberweisung in den Ausschuss.
Gut, ich würde, auch wenn es ein Geschäftsordnungsantrag ist, die Auszeit kurz nehmen und dann würde ich als erstes den Geschäftsordnungsantrag zur Gegenrede fragen und dann entsprechend abstimmen. Machen wir 5 Minuten Auszeit. So, meine Damen und Herren,
Auszeit ist beendet. Von Herrn Dietze ist die Zurücküberweisung in den Ausschuss geschäftsordnend beantragt. Gibt es dazu Gegenrede? Derzeit formal, Frau Vose, gut. Dann rufe ich den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung auf und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie der Rücküberweisung in den Ausschuss Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Geschäftsordnungsantrag ist bei 28 Ja-Stimmen und 31 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit zur Sachabstimmung. Zunächst als weitergehenden. Ich bin gespannt, was Ihnen Geschäftsordnung jetzt einfällt, wenn wir im Abstimmungsgang sind. Ja, vorhin waren Sie ja noch nicht im Abstimmungsgang, als Herr Braun die Arme gehoben hat, bevor Sie aufgerufen haben. Deswegen würde ich jetzt, bevor Sie in den Abstimmungsgang eintreten, noch einen Änderungsantrag einbringen, mündlich. Es betrifft nur 4 Worte, 3 eingefügt und 1 gestrichen. Gut, und zwar möchte ich gern, dass in der 3. Zeile nach eingeschränkten Regelbetrieb überschreitet, kurzfristig und bei, und jetzt eingefügt, aktuell vorliegender Beantragung und Streichung des Wortes Bedarf, weiter fortgehend auch rückwirkend zum 15. Februar unbürokratisch eine Anpassung ermöglicht wird und so weiter und so fort. Es wird in dem Antrag klar deutlich, dass es sich nur um diejenigen Eltern handelt, die einen Antrag stellen, dass es kein Automatismus ist. Und dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dass man bei einer aktuell vorliegenden Beantragung diese Ermäßigung bekommen kann, bei aktuell vorliegender Nichtbeantragung nicht. Vielen Dank. Das würde abstimmungstechnisch bedeuten, dass wir zunächst den Änderungsantrag der AfD als den weiteren gehenden Antrag abstimmen. Dann kommt ändernd zu dem Ursprungsantrag der SPD chronologisch der Antrag Freie Wähler, der im ersten Satz des SPD-Antrags etwas ändert, und dann der zweite Ergänzungsantrag SPD selbst eingebracht. Gut, ich rufe zunächst auf den Änderungsantrag der AfD-Fraktion und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 15 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. Dann kommen wir zur Ergänzung des SPD-Antrags auf Antrag der Freien Wähler im ersten Satz, wie eben eingebracht. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 4 Ja-Stimmen, 61 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Dann kommen wir zum Ergänzungsantrag der SPD zu ihrem eigenen Antrag im vorletzten Satz und bitte Sie hier um das Handzeichen, wenn Sie dem so zustimmen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 48 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen so angenommen. Und wir kommen somit zum Schluss zum so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses. Und ich bitte Sie hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 48 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 13 absolviert. Erheben. Nein, das ist nur eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Das wäre ja Geschäftsordnung als persönliche Erklärung, ja. Wir haben so abgestimmt. Es ist schade, dass der Rat sich nicht wirklich um die Dresdner kümmert, sondern so um einige wenige. Aber wir haben diesen einigen wenigen wenigstens zugestimmt, weil wir diesen Leuten nicht im Weg stehen wollten. Danke.